Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Majora's Mask. Mein Name ist Locker Zeit. Wow, ich sollte noch besser reden lernen, aber das ist egal, denn in dieser Folge, oder besser gesagt letzte Folge, haben wir ein paar Herzteile eingesammelt, Felsenturmtempel gemacht, alle Feen dort drinnen gesammelt und so sozusagen das mächtige Feenschwert bekommen, was ziemlich cool ist. Und in dieser Folge möchte ich zuallererst zum Waschplatz gehen, denn da findet man einen Freund, einen ganz besonderen Freund. Und ja, um diesen Freund wird es in dieser Folge sozusagen gehen, nämlich um den da. Diese Frösche. So, jetzt braucht man da natürlich ein gewisses Item, das wäre die Don Geos Maske, die was wir irgendwo in die Berge mal gekriegt haben. Dann können wir mit die Frösche reden. Wie lange ist das her? Was führt dich hierher? Kann es denn sein? Kamst den ganzen Weg hierher, um nach mir zu suchen? Ah, sag nichts. Wenn ich dieses Gesicht sehe, so verstehe ich. Aber ist das wahr? Ich hörte, in den Bergen herrscht immer noch Winter. Wenn der Frühling kommt, werde ich sicher in die Berge gehen. Wir werden uns wiedersehen. Damit verschwindet er. Ja. Und ja, von diesen Fröschen gibt es einige. Also, ich glaube, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, im ersten Tempel, da war doch irgendwas, gell? Ja, wir müssen nochmal zurück zum ersten Tempel. Aber, um dies erfolgreich machen zu können, werde ich zuallererst eine kurze Ausrüstungsreise machen. Und ja, ausrüsten, da rolle ich meistens draußen in der Wildnis ein bisschen herum und hoffe auf ein paar Bomben und ein paar Pfeile und ja, schauen wir mal aufs Beste. Die Sonne blendet. Ist nicht gut. Aber ich habe noch keine Pfeile gekriegt, das ist schlecht. Und auch keine Bomben. Obwohl Bomben auf den Anfang relativ unwichtig sind, aber dann später erst wichtig werden. Also, das sind Bomben, sehr gut. Mehr wie 5 brauche ich sowieso nicht. Und Pfeile, sehr gut. Ich habe es. Ha, ist doch schnell genug gegangen. Gut, dann gehen wir mal. So, jetzt muss ich mal überlegen, wo sind denn die ganzen Frösche? Einen habe ich schon eingesammelt im Waschplatz. Und einer ist. Ah ja, genau. Einen habe ich noch gar nicht hergezeigt. Den werde ich gleich herzeigen. Ist das der richtige Ort? Sümpfe des Vergessens? Ich glaube schon, ja. Also ich möchte gerade zum Eingang des Sumpfes, da wo auch das Bootshaus und alles ist. Ich hoffe, ich habe das richtige eingetippt. Ich sage ja. Ja, okay. Ich habe es richtig eingetippt. Sehr gut, sehr gut. Okay. Jetzt werde ich da einen Stock herkriegen und Dekonos. Sehr gut. Dann würde ich sagen, auf zum Frosch. Ja, easy. Außerdem kann man als Garone da ganz easy herumrollen bzw. herumgehen, was die ganze Sache ein bisschen einfacher macht. So, aber dann, da drüben ist der Frosch. Ein Moment, kann ich da als Zora direkt hinauf? Also das wäre sehr hilfreich. Denn von der Größe her sind sie beide gleich groß, sehr geil. Okay. Hat sich ausgezählt. Okay, das wären dann Nummer 2 von den Don Geros. Ja, gleicher Text. Sehr gut. Und dann fehlen noch 1, 2, 2 war sie noch. Und einer davon befindet sie wieder in den Sümpfen. Na, ist dieser eine, wie soll ich mal sagen, ein bisschen im Tempel drinnen. Ja, im Dämmerwaldtempel. Und ja, zum Glück muss man nicht allzu weit hineingehen, aber es ist trotzdem ein bisschen anstrengend, dass man das nochmal machen muss. Und ja, ich weiß nicht warum, aber das Ding ist anstrengend. Okay, da brauche ich das und das. Okay, sollte für den Anfang reichen, dass man Tempel wieder hinauf beschwören können. Ups. Ich hoffe, das war das richtige Lied. Ja, grün. Okay, dann passt.
Die Sonate des Erwachens? Ja, okay. Immer sogar einen Namen gemerkt. Ah, schön. Okay, jetzt muss ich mir nur den Merkturm, wo ich den Frosch finde. Ihr wisst es vielleicht eh schon, aber ich habe in der 3DS-Version das auch schon gemacht. Und ich glaube, er ist irgendwo im rechten Flügel. Und ich brauche Pfeile dafür, dass ich das machen kann. Zum Glück habe ich Pfeile schon aufgesammelt, also hilft das ein wenig. Ist das Gute. Opa, ich möchte gerne darüber landen. Okay, ist sie ausgegangen. Ah, genau, da könnten wir auch direkt zum Boss, falls wir Lust hätten, den nochmal zu bekämpfen. Aber ich habe gerade im Moment nicht wirklich Lust, also lass es. Und Feen sind auch wieder da. Aber die brauchen wir auch nicht wirklich, daher lass es einfach ruhen. Was geht sie das aus? Ja, gerade noch. Nicht hinunterfallen, das wäre schlecht. Achso, das sind die schwarzen Fellknäuel Schatten. Da unten, die was sie da höher. Ja, genau. Okay. So, ich glaube, ich muss da rüber. Aber ich kann auch über oben sozusagen. Also über unten. Denn ich habe Pfeile. Das hilft. Jetzt hätte ich fast vergessen, dass ich Pfeile besitze. Wahnsinn. Pfeile. Da. Sehr gut. Nur 5 Bomben. Ist auch schlecht. Ah, Moment. Bevor wir das machen, steige ich da hinauf und dann machen wir das. Denn ich glaube, ich möchte da hinauf. Also da drüben. Da, wo ich gerade hinschaue. Ich hoffe's. Geht sie da aus? Ja, das geht sie aus. Sehe schon. Perfekt. Okay, ist das der richtige Raum? Bitte sag ja. Und jawohl, Volltreffer. Okay, da haben wir nämlich den Kollegen. Der will mit mir fighten. Aber er hat eh keine Chance. Hey, hätten wir ein Elfenschwert schlagen müssen. Damn. Okay. Ah ja! Und ja, ich glaube, die Taktik kennen wir eh noch, wie das Ganze funktioniert. Moment, ich habe Lichtpfeile. Das nutze ich aus. Wenn ich schon besitze. Einen sauberen Treffer. Ah, okay, das ist gut. Ah, das geht nicht einmal. Schade, ich hoffe, dass ich das sogar so irgendwie treffen kann. Naja, was ist? Stirb! Ja, da krieg ich ja noch ein paar mehr Pfeile. Ist auch nicht schlecht. Oh, voll erwischt. Und wenn man vernichtet hat, ist da wieder ein Frosch. Wieder. Und da wäre auch der Masterschlüssel, aber der interessiert mich nicht wirklich, denn eigentlich kommen wir nur wegen Frosch. Und ursprünglicherweise wollte ich den Tempel auch schon, ja, vor einiger Zeit her machen. Und es ist, ja, wie sollte ich sagen, im Schädelbuch-Tempel wollte ich eigentlich das ursprünglich gleichzeitig machen und so, ups, falsches Lied. Aber mir ist da leider die Zeit nachher ausgegangen, dass ich sozusagen zurückgehen kann, dass ich, ja, den Tempel halb machen kann und den Frühling wiederherstellen kann in den Bergen, weil das muss ich dann später auch noch machen. Aber zuerst möchte ich, glaube ich, eher in den anderen Tempel gehen. Und ja, es war ein bisschen chaotisch. Ich habe irgendwie was mit meiner Zeitplanung falsch gemacht. So wie, ja, jetzt auch, denn die Maske, die wir heute auch noch einsammeln werden, die, naja, da kriegt man auch ein, wie soll man sagen, ein paar Herzteile dann von der Maske. Und
dafür brauche ich dann wieder einen neuen Zyklus. Heißt, ich muss noch mindestens einmal die Hymne der Zeit spielen. Aber das sollte es dann auch gewesen sein. Vermute ich mal. So, okay, noch mehr Pfeile. Das sollten auch Bomben drinnen sein. Sehr gut. Magie ist leider flöten gegangen, aber was ist? So, was brauche ich jetzt dafür? Das, Ocarina und Sora. So, Lulu, horche meinen Klängen. Ups. Oh ja, ich kann's noch. Was ist noch bei der Kaskade? Natürlich, rasch, kletter auf meinen Rücken. Okay. Irgendwie ist das alles ein bisschen schneller geworden beim zweiten Mal. Zum Glück. Die ganze Cutscene, das wäre schon ein bisschen lang. Aber hey. Stimmt, da ist noch die coole Piraten-Cutscene gekommen. Kommt die jetzt auch? Fragezeichen? Na, ich winke. Okay. Soll mir recht sein. Oh, war ich da noch einmal noch hier? Ich kann mich nicht erinnern. Egal, oh, auf jeden Fall, ich möchte da hinauf. Gibt's eine Abkürzung? Ich glaube nicht. Damn, ich muss das Ganze nochmal machen. Also, das Ganze. Die Hälfte. Die Hälfte reicht. Glaube ich mal. Also, das schieben wir mal rüber. Und ja, wo ist geschwind der Bossgegner? Ah ja, ah, der ist zum Glück nicht allzu weit drinnen. Er ist dort, wo der Kompass ist, wenn man nicht alles täuscht. Oder Kompass war, je nachdem, was jetzt angemessen ist. Ich glaube, Kompass war ist angemessen. Weil anscheinend haben wir einen Kompass schon. Also ich sehe die Karte und alles drumherum. Aua. Schlag mich nicht. Dummes Gutola herst. So, okay. Und eben diese eine Maske, die wir dann bekommen. Das verlangt ein Event, also dass wir etwas machen. Und das wäre am ersten Tag um 12:30 in der Nacht. Also erste Nacht. Ist glaube ich der bessere Ausdruck. Und ja. Das machen wir dann. Moment, jetzt muss ich echt auf die Karte schauen, weil ich habe vergessen, wie da gehen. Also welcher Eingang der richtige ist. Und ich kann es von der Karte nicht wirklich ablesen. Okay, auf gut Glück. So, ist das der erste oder der zweite? Oder überhaupt der dritte? Ich rate einfach. Von oben nach unten. Rennen taubt immer von oben nach unten. Okay. Ah, damn. Ich will direkt herausspringen. Ja, das war schräg. Aber ich habe den richtigen Weg gewählt. Denn da drüben sollte sich der Kompass befinden. Und wenn ich schon da bin, ich glaube, ich habe noch nicht erzählt, was passiert, wenn man etwas einsammelt, was man eigentlich eh schon hat. Also werde das ganz kurz herzeigen. Schauen wir mal, wie ich da einfach rüber kann. Ja, damn. Gut, dass das, der Mini-Glitch, halbwegs gut funktioniert. Okay. Da war der Kompass drinnen und jetzt ist 5er drinnen. Ja. Schwach, gell? Naja, was soll's. Auf jeden Fall brauche ich jetzt Eispfeile. Zora Maske brauche ich eh nicht mehr und darüber soll man. Ja, übrigens, in der 3DS-Version ist sozusagen das Wasser, das man einfrieren kann, schon vorgegeben und ja, das finde ich irgendwie
angenehm, aber gleichzeitig fad. Weil damit, ja, macht man auch ein paar Möglichkeiten und so, was man sonst so machen könnte, zunichte. Und ja, hat mir persönlich nicht so gut gefallen, aber jedem das seine. So, okay. Ich glaube, mein Status ist wieder voll. Für den Kampf, wie wir bereits wissen, brauchen wir Eispfeile. Und ich werde versuchen, dass ich das auch noch irgendwie anwenden kann. Ich hoff's. Hallo. Angst? Na, anscheinend nicht. Er holt nur seine Bläschen. Au. Na, Schaden kann mir egal sein. Hey, kannst du stehen bleiben? Jawohl, Volltreffer. Sprungattacke mit dem Feenschwert. Also mächtiger geht's ja gar nicht. Der kommt. Okay, 2-Hit KO. Muss man zufrieden sein. Okay, und damit war's das auch schon zu diesem Kollegen. Das wäre Nummer 3, oder? Ja, Dangero, passt schon. Den Text kennen wir schon. Sehr gut. Ich glaube, das war Nummer 3. Also Waschplatz, dann Nummer 4 war das. Moment, dann sind wir fertig. Dann muss ich nur noch einen Boss besiegen vom Picky Veneer. Und ja, ihr habt das jetzt auch schon alles gesehen. Also werde ich den Boss auch noch schön hier zeigen. Und ja, alles was dann noch fehlt, ist, dass ich für die Maske meine Arbeit mache. Das was im Prinzip nur Formalität ist eigentlich. Achso, habe ich jemals gezeigt, wie man da herauskommt? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall, ja, da gut zielen und hinaus, oder? Moment, warum geht das nicht? Hä? Hey du, kannst du mich rausbringen? Ja, hey ja, hey ja. Ja, das hätte ich vor, aber dein Panzer versperrt nicht. Ach, dammit. Okay, von der Seite geht's ein bisschen besser. Okay, sind wir wieder zurück. Okay, damit würde ich sagen, auf zum Picky Banea. Und vernichten wir einen Boss. Denn, eher der Frühling. Ich glaube, es wäre Zeit für den Frühling. Also, jetzt wo wir mittlerweile eh schon April haben und alles. Das Wetter war auch eigenartig, aber hey, was soll's. Und, ja. Der Frühling ist angesagt, endlich. Obwohl, wenn ich jetzt gerade aus dem Fenster schaue, dann ist es schon ein bisschen bewölkt. Es wird zwar zum Regnen anfangen. Oder regnet es schon? Ich bin mir gar nicht sicher. Egal. Auf jeden Fall, Garone, sehr gut. Denn das Schlaflied müssen wir wieder mal spielen. Ups, das ist das falsche Lied. Das ist Bolero Feuer. Damn. Okay. Das Bolero des Feuers muss ich nicht spielen. Ups. Solchen gibt's erst. Könnte Katze ihn beschleunigen? Das wäre sehr nett. Na? Schade. Okay, dann schlaf ein. Okay. Ja, na. So schlafen muss aber auch ungemütlich sein. Ich verstehe das überhaupt nicht. Egal. Na gut. Da sollte der Fee drin sein. So, jetzt nur nicht hinunterrollen. Das ist mir, glaube ich, irgendwann passiert. Ich glaube, eben beim ersten Mal, wie ich da hinauf wollte.
Also beim ersten Mal, wie ich onscreen hinauf wollte. Oder habe ich das hinausgecuttet? Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall habe ich oft versagt. Zu oft für meinen Geschmack. Ah, da wäre Magie drin gewesen. Ach, was ist? Ah! Wow. Okay, das war knapp. Aber ich lebe noch. Ich lebe noch. Super. Okay. Dann gehen wir zur Höhle des Wächters. Den ganzen Tempel müssen wir nicht nochmal machen. Das ist das Gute. Aber ja, einen Boss müssen wir nochmal vernichten. Also, den da. Aber er macht ihren Spaß. Irgendwie ist mir auch in der 3D-Version der Boss ein bisschen schwieriger vorgekommen. Also, da habe ich ja irgendwie mehr Probleme gehabt als wie bei dieser Version. Ich glaube, alle Bosse sind ein bisschen schwieriger in der 3DS-Version. Ja, sogar der Twin Mold. Der ist übrigens sehr interessant als Boss in der 3DS-Version. Also, da muss ich schon sagen, ja, der war cool. Der war cool. Da haben wir nämlich erst in der im Bosskampf die Maske der Giganten bekommen und ich habe mich schon gewundert, wo ich die herkriege, weil ich habe gewusst, dass ich es sicher bekomme in dem Tempel. Nur, ja, ich war beim Boss, ich habe keine Truhe mehr gesehen auf meiner Karte und da habe ich mich echt wundern müssen, wo ist es? Aua. Das ist super. Damn. Okay, er hat mich outplayed, ein bisschen. Gut, erst. So, jetzt erwische ich dich. Haha, outplayed. No! Ah, warum? Na, geht sie nicht aus. Okay, macht man ein paar Direktattacken. Oh, wow. Okay, genau, die Steine tun einem nicht weh, aber ja, das Elektro zeigt schon. So, okay, gut. Ah, damn. Jetzt wird die losspringen. Nicht so funktioniert, wie man gesagt hat. Jawohl, wir haben. Haha. So macht man gut fertig. Oh, oh. Okay, das war knapp. Sehr knapp. Tut mir gut. Hat man einfach eine Bombe um. Oh. Holy shit. Jetzt macht er auch plötzlich alle Sachen, die was er ursprünglich nie gemacht hat. Also bei meinem ersten Versuch. Okay, so knapp. Ja gut, ich habe jetzt auch schon so sehr geschwächt, dass wahrscheinlich ein, zwei Treffen schon reichen für seinen Tod. Deswegen dreht er gerade ein bisschen durch, aber ja, wie viele Treffer waren es? 4, gell? Oh. Ah, ich wollte innen vorbeischleichen. Ist sie leider nicht ausgegangen. Ah, damn. Ist mit dem Beschleunigen, dass die Stacheln rausgekommen ist, bei der 3DS-Version auch leichter. Oh. Okay, jetzt erwische ihn. Bye bye. Was, das war's noch nicht? God dang it. Viel zu lang gebracht. Wahnsinn.
Aber damit haben wir endlich den Boss wieder vernichtet. Ah, okay. Hat lange genug gebraucht. Okay, wo ist... Da ist er. Ja, irgendwo da wäre normalerweise ein Herzteil, aber das haben wir ja schon, also egal. Die Maske wird für einen abgelegt und... ja. Wir warten uns sozusagen wieder zurück zum... zur Bergsiedlung, oder? Ja, richtig. Und der Frühling ist wieder. Und? Was sehen wir da? Frösche ohne Ende. 5. Ja, das passt. Okay, reden wir mal. Fröschlein, Fröschlein, was hast du denn für zu sagen? Jo, hi. Schlanker? Ich war mal dicker? Okay. Ja, wenn du das sagst, ja, sicher. Mhm. Bitte, singt. Oh, das Dirigieren war ein Erlebnis. Wir alle haben uns die größte Mühe gegeben. Deine spektakuläre Darbietung hat uns alle tief bewegt. Was ist das? Simple Herumfuchteln mit meinen Händen? Ich hab nicht ernst viel gemacht, unser Kapellmeister mehr suchen. Ja, egal. Ja, cool. Ja. Und damit haben wir Herzteil bekommen. Ziemlich viel Arbeit für ein Herzteil, aber... ja, was soll's. Auf jeden Fall, ja, jetzt hat alles, was ich noch tun kann, warten. Und vielleicht diese Musik da lauschen. Ja. Da 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 da. Oder so. Und ja, wir sehen uns dann, wenn ich die Maske bekomme oder das Event ganz kurz erledige. Ja, eins von beiden. Schauen wir mal. Hallo. Okay, die Cutscene ist übrigens eine sehr wichtige für die eine Sache, die was wir da noch zu tun haben. Ah, hallo. Und ja, eben bei der 3DS-Version muss ich noch was ganz kurz erwähnen, also weil die Cutscene noch ein wenig dauert. Normalerweise in der 3DS-Version ist die Cutscene jetzt schon vorbei. Und ja. Wir haben der alten Dame ihre Tasche zurückgegeben. Und ja, er muss halt noch hinausrennen. Aber hey, geht zum Glück, wenn man die Zeit normal laufen lässt, schnell genug. Und ja, von der alten Dame haben wir eben die Carbon-Maske und Bombentasche. Die größere Bombentasche bietet es dann auch an, also im Bombenladen für 90 Rubine, glaube ich. Ja, irgendwas in die Richtung. Und ja, das ist ganz wichtig für die dritte Nacht um 10 Uhr dann. Aber dazu dann jetzt gleich. Also, ich cut dahin. Also, bis gleich. Oder ich spiele das Lied. Eins von beiden. So, und am letzten Tag um, ja, so circa Punkt 10 Uhr sperrt eben der Kuriositätenladen auf, also dieser hier. Und, ja, wenn man eben der Oma vom Bombenladen geholfen hat, am Tag 1 bietet er was ganz Besonderes an. Ganz besonders seltener Ware, nämlich die Maske der Nacht. Besonders beliebt bei Nachteulen aller Art. Ein sehr ausgefallenes Stück. Trägst du diese Maske, findest du keinen Schlaf. Da kannst du tun und lassen, was du willst. Ganz schon unheimlich, was? Okay. Und dieses Sonderangebot, wie es er gern nennt, kostet 500 Rubine. Deswegen habe ich auch so viele mit. Und ja, gekauft. Damit haben wir die Maske der Nacht. Du hast eine garstige Maske gekauft. Oh.
Ich herze nicht. Okay, na, ich hab eigentlich nichts, obwohl ich mich gerade verdrückt habe. Okay, ganz egal. Denn ja, die Maske der Nacht ist zwar sehr nützlich und alles. Also nützlich. Eigentlich kann man nur ein paar Herzteile davon bekommen. Aber das geht eben am dritten Tag nicht. Das geht nur am ersten und am zweiten Tag. Und ich empfehle einfach, dass man am ersten Tag da sofort hingeht und das macht. Und ihr wisst schon. So. Und deswegen werden wir das jetzt geschwind machen. Okay, und da sind wir im Gasthof. Sehr nett. Okay. Denn die Maske der Nacht. Ja, die Maske der Nacht. Das muss ich nur zum Aussprechen lernen. Hat im Prinzip nur eine Funktion. Also ich habe sie jetzt gerade auf, wie man da sehen kann. Ja, so muss ich tun. Und ja. Wenn man dann mit der Großmutter von Andrew redet, dann ja, ich glaube, das habe ich noch nicht getan. Also, sie liest da Geschichten vor und. Karneval der Zeit bis zum Morgen. Ich glaube, liest man mal den Karneval der Zeit durch. Außerdem ist das sehr wichtig für Geschichte und so. Also, ja, nicht schlecht. Bald findet der Karneval wieder statt. Da solltest du gut über seine Bedeutung Bescheid wissen. Zwar ist die Geschichte ein wenig lang, aber mal sehen. Der Karneval der Zeit. Jedes Jahr beginnt die Zeit der Harmonie, wenn Sonne und Mond aufeinander ausgerichtet sind. Eingedenk der Art und Weise, in der Natur und Zeit ohne Unterlass fortschreiten, feiern die Völker der vier Welten auf dem Karneval eben diese Harmonie und bitten um ein fruchtbares Jahr. Schon seit... Das ist nicht normal. Irgendwas ist da mit Cutscene-Rendern vorgeschlafen, keine Ahnung. Aber... Ich werde versuchen, das zu reparieren. Schauen wir mal, ob das möglich ist. Da haben wir übrigens gerade eine 3DS-Version, aber ja, ganz nett, habe ich vor dem anderen. Auf jeden Fall, ich lese mal vor. Schon seit jeher tragen die Menschen Masken, welchen die vier Götter der vier Welten darstellen. Nunmehr ist es zum Brauch geworden, dass jeder Besucher eine selbstgemachte Maske mitbringt. Man sagt, dass ein Paar, welches am Tag des Festes in den Bund der Ehe tritt und eine Maske als Zeichen seiner Einheit trägt, auf ewig glücklich bleiben wird. Der Uhrturm steht im Mittelpunkt des Karnevals. Am Vorabend der Feierlichkeiten öffnet sich die Tür zu seinem Dach. Kommt mir bekannt vor. Von dort aus wird eine Zeremonie abgehalten, um die Götter zu rufen. Dies geschieht durch den Gesang eines alten Liedes. Schon mal gehört. All diese Feiern und Bräuche dienen dazu, die Götter milde zu stimmen, sodass sie uns im folgenden Jahr eine reiche Ernte gewähren. Oh. Und ja, ich hab's irgendwie zum Reparieren gebracht. Auf jeden Fall, diese Antwort, die muss man richtig beantworten und nicht keine Ahnung sagen oder sonst was. Und ja, dann kriegt man etwas Süßes. Nämlich das nächste Herzteil. Das wäre dann das sechstletzte. Für nur eines, für ein ganzes Herz. Auf jeden Fall, da unten an der Zeitkuh muss ich jetzt gerade super erkennen, dass eben die 2 Stunden vergangen sind. Und ja, da kann man es dann eh nochmal sehen. Karneval der Zeit verbraucht eben die 2 Stunden. Und für Giganten bis zum nächsten Morgen. Also es geht ein ganzer Tag vorüber. Und ja, schauen wir uns dann nochmal die 4 Giganten und hoffen aufs Beste. Die 4 Giganten also? Die Geschichte ist zwar ein wenig lang. Die 4 Giganten. Diese Geschichte stammt aus einer Zeit, als die 4 Völker noch vereint waren. Zu dieser Zeit lebten alle Wesen zusammen und die 4 Giganten lebten unter ihnen. Tag des Festes zur Feier der reichen Ernte sprachen die Giganten zu den Leuten: Wir werden nun schlafen und euch schlafend bewachen. 100 Schritte im Norden, 100 Schritte im Süden, 100 Schritte im Osten, 100 Schritte im Westen. Wenn eine Notzeit, ruft uns mit lauter Stimme und tut uns euer Begehren kund, wie der Sturm hält uns gefangen. Oder der Ozean will uns verschlingen, eure Rufe werden uns ereilen. Doch es gab einen, den diese Kundtuung gleichermaßen schockierte und traurig machte. Oh, ein kleiner Kobold. Bevor die Giganten die 4 Welten erschufen, war der Kobold schon ihr Freund.
Warum müsst ihr gehen? Warum bleibt ihr nicht hier? Er fühlte sich im Stich gelassen. So ließ er seinen Zorn an den vier Welten aus. Ständig quälte er die Menschen. Durch all dies Unglück stimmten sie ein Gebet an die Giganten an, die in allen vier Himmelsrichtungen in tiefem Schlummer lagen. Die Giganten hörten die Rufe und antworteten in dunklen Grollen. O Kobold, wir sind die Beschützer dieser Völker. Dein Tun und Treiben ist von schlechten Gedanken beseelt. Verlasse die vier Welten, oder wir werden dich in Stücke reißen. Nun war der Kobold noch erschrockener und trauriger. Seine alten Freunde hatte er nun endgültig verloren. Oh, er verschwand jenseits des Himmels. So war die Harmonie nun wieder hergestellt. Die Völker waren froh und huldigten den Giganten und Göttern, so lebten alle glücklich und zufrieden. Oh. Okay, und ja, da kriegt man halt auch wieder was, aber da muss man keine Ahnung suchen, weil sonst kriegt man nichts. Oh, zur Belohnung gebe ich dir etwas Süßes. Okay, und das wäre dann ja, das nächste Herz. Damit haben wir 19 Herzen und es ist voll super. Ah, oh, yeah. Okay. Opa, die Sache ist die. Es gibt nichts mehr zu tun. Gar nichts mehr. Also, damit würde ich sagen, danke fürs Zusehen, danke fürs Like. Also, ich hoffe, du hast schon auf den Like-Button da unten geklickt, weil das hilft mir natürlich sehr viel Luft. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, die was dann das Finale wird. Ja, ihr habt's richtig gehört. Es gibt nichts mehr zu tun und Finale und ich werde zum Uhrturm aufgehen und das Ganze da machen. Und ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zu The Legend of Zelda, Majora's Mask und Viertink.